Tech, was machen wir? Wir haben schon genug Leute verloren. Keiner der Botanas mehr am Leben. Ich weiß, Zebra. Wir müssen uns zurückziehen. Die Traktorstrahlen sind ausgeschaltet. Wir können ganz einfach... Commander, bei allem Respekt, wir müssen den Auftrag zu Ende bringen. Wir sind nur noch zu viert. Vier der Besten, wenn ich anmerken darf. Selbst wenn das so ist. Ich bin der Commander und wenn ich sage... Es wäre töricht, nach all den Opfern aufzugeben. Zu viel haben wir bereits verloren, als dass wir zurückgehen dürften. Gegner im Anmarsch! Simo, halt dich bereit! Wie viele sind es, Leyo? Was siehst du? Vielleicht 10. Von der anderen Seite kommen auch welche. Dann wird es Zeit, dass wir verschwinden. Vorher holen wir uns die Daten. Das nennst du 10? Leyo, pass auf! Wir müssen jetzt weg! Nein, die gesamte Allianz verlässt sich auf uns. Ich bin der Commander dieser Mission, also lass mich gefällig. Tech, geht es dir gut? Ich denke schon. Dann ziehen wir es also durch. Simo, beeil dich! Was ist, Zebra? Schieß dir den Weg bis zum Hauptrechner durch. Leyo soll dir dabei helfen. Tech ist verwundet. Ich bringe ihn in Sicherheit zu unserem Schiff. Wir werden dort alles für die Flucht vorbereiten. Wir treffen uns am Hangar. Klar? Verstanden. Viel Glück. Komm schon, Tech. Du wolltest auch unbedingt hier weg. Wir haben den Großteil der Rebellen getötet, mein Lord. Doch ich befürchte, sie dringen bis zum Hauptrechner vor. Sie wissen, was zu tun ist, Colonel Cole. Wir dürfen sie nicht so offensichtlich entkommen lassen. Jawohl, mein Lord. Jetzt muss ich nur noch die Daten übertragen. Lass dir ruhig Zeit, dann gibt es mehr Sturmtruppler für mich. Wann kommen die beiden denn nur? Ich will hier nicht noch entdeckt werden. Ruh dich aus. Pass auf, da hinten kommen Sturmtruppen. Wieso bewacht denn keiner mehr das Schiff hier? Wir haben die Daten, hört ihr? Wir haben die Daten! Dann beeilt euch, hierher zu kommen. Wir sind schon auf dem Weg. Aufpassen! Sie haben den Boden elektrisch aufgeladen! Und was jetzt? Das dürfte ein knapper 2-Meter-Sprung sein. Den müssten wir schaffen. Colonel Cole, sie entkommen. Lasst sie ruhig. Aber einer soll hier bleiben. Bringt mir den mit den dunklen Haaren. Verdammt, beeil dich. Simo! Mach dir um mich keine Sorgen. Wir sehen uns. Wo ist Simo? Ich muss ihn zurücklassen. Wir müssen starten. Sie sind mir auf den Fersen.
sich. Ich bin es, Commander Tech Archeron. Wir haben unsere Mission mit großen Verlusten geschafft. Wir haben die Pläne. Sehr gut. Wir werden sofort alle anderen benachrichtigen. Ah, gut. Die Pläne werden jetzt ausgewertet. In 2 Tagen oder so werden wir die Ergebnisse hoffentlich erhalten. Hoffentlich war unsere Arbeit nicht komplett umsonst. Zumindest sind wir mit unserem Leben davon gekommen. Simo aber nicht. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Wahrscheinlich haben sie ihn in irgendeine Kammer eingesperrt und fragen ihn bald aus. In deiner Haut will ich jetzt nicht stecken. Hallo? Hört mich jemand? Irgendwer? Hallo? Hört mich jetzt jemand? Wer spricht da? Das ist nicht von Belang. Kann ich von einer gesicherten Verbindung ausgehen? Hören Sie, Sie platzen hier einfach in unseren Kanal rein. Bitte suchen Sie sich wen anders für Ihre Scherze aus. Nein, hören Sie. Ich wurde von Imperium gefangen genommen. Sie haben mich auf irgendeinen Planeten geschafft. Geben Sie das an mein Team unter Commander Tech Archeron weiter. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was die mit mir vorhaben. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich. Ich habe verstanden, dass Sie scheinbar keine Ahnung haben, was man seinem Feind sagt. Und was nicht, Simo Void? Cole. Geben Sie doch mal das Funkgerät her und kommen Sie mit. Ich kann nicht. Zumindest nicht in den nächsten paar Wochen. Ich wurde zu der neuen Kampfstation beordert. Dann ist es also wahr? Sie bauen das Teil ein zweites Mal? Ja. Ich werde dort einen Sektor übernehmen. Aber ich sollte aufpassen, was ich alles mache. Der Imperator wird nämlich auch dort sein, um den Bau zu überwachen. Tja, so läuft das nun mal. Was machst du eigentlich in der Zeit? So, das wär's. Ja, endlich. Was meinst du? Denkt sich Cole dabei? Befehl von ganz oben, habe ich gehört. Wir wollen die Rebellen in einen Hinterhalt locken. Hast es also weit gebracht, Cole? Bist jetzt Captain, oder was? Colonel. Aha. Weißt du noch, als wir uns das erste Mal begegnet sind? Du warst noch Sturmtruppler und ich war... Wie heute ein verkommener Terrorist. Von der Infanterie zum Colonel also. Bei euch gibt es scheinbar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Immer noch Private, nicht wahr? Und dein Freund, Archeron, ist er immer noch Commander? Ihr seid nicht wirklich gut organisiert, wenn er noch immer eine Führungsposition besetzt. Er sollte am besten gar nicht im Kampf zum Einsatz kommen. Er ist unfähig. Das wundert mich aber nicht. Er ist ein Rebell. Eure Versuche, gegen ein perfektes System vorzugehen, sind nutzlos. Und doch konnten wir euch eure Daten stehlen. Du wirst doch wohl sicher wissen, wo sich euer Stützpunkt gerade befindet. Ich weiß nicht, wovon du redest. Es wäre eine große Erleichterung für uns alle, wenn du mir sagen würdest, wo der Stützpunkt ist. Tut mir leid, ich höre dir gerade nicht zu. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Colonel. Major? Colonel? Ich habe eine Aufgabe für Sie. Leute, schaut mal, unsere Spione haben gerade ein imperiales Gespräch abgefangen. Hört euch das an. Nein, hören Sie. Ich wurde von Imperium gefangen genommen. Sie haben mich auf irgendeinen Planeten geschafft. Geben Sie das an mein Team unter Commander Tech Archeron weiter. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was die mit mir vorhaben. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich. Ich habe verstanden, dass Sie schon... Das war definitiv Simo. Können wir das Signal nachverfolgen? Wozu? Wir werden ihn ohnehin nicht retten können. Doch müssen wir. Er ist unser Freund. Und wenn dort 10 Freunde wären? Wir dürfen das Risiko nicht eingehen. Imperiale Stützpunkte sind viel zu stark bewacht. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Was, wenn du jetzt an Simos Stelle wärst? Ich würde wissen, ihr wärt klug genug, euch nicht dort blicken zu lassen. Da irrst du dich. Wir würden alles darum geben. Wir werden alles geben. Nein, werden wir nicht. Das war mein letztes Wort. Leo, geh jetzt bitte wieder.
Schon irgendwas gefunden? Ja, sie halten ihn auf Cisius fest. Nicht besiedelt. Die Basis liegt nahe am Äquator. Dichter Urwald und alles. Und Wachen gibt es auch kaum. Wie weit? Keine 3 Parsecs. Ich schicke die genauen Daten. Danke. Ich flieg alleine. Versuch du mit dem ganzen Schiff zu folgen. Schlag Tech nieder oder sonst was. Landet das Teil 1 Kilometer westlich von hier. Bis dahin reichen ihre Sensoren nicht. Halte alles für einen Start bereit. Wartet, wir haben den Befehl, ihr nicht zu folgen. Lieutenant, schicken Sie einige Scouts los. Zira! Was machst du hier? Ich dachte, wir retten uns nicht gegenseitig. Das ist wohl mehr eine Richtlinie als eine Regel. Und die anderen? Nun ja, ich bin nicht offiziell hier. Da kommen welche. Ich weiß, steig auf. Ich hoffe, du kannst noch schießen. Ich versuch's. Geht es dir gut? Ja, dir? Geht so. Colonel, ich habe Ihr Fluchtschiff ausfindig gemacht. Scher dich nicht darum. Es muss unversehrt bleiben. Sir, ein zweites Schiff. Zerschießen Sie das Fluchtschiff. Wie Sie meinen. Mann, Mann, Mann. War das vorgesehen? Braucht vielleicht jemand Hilfe? Tech, du bist doch gekommen. Colonel Cole, Sie sind uns entwischt. Sehr gut. Wir geben unserem Simo etwas Zeit, um seine neuen Informationen der gesamten Rebellenflotte mitzuteilen. Bereitet ein Schiff für mich vor. Wir greifen sie an, sobald die Zeit gekommen ist. Die Nanodruiden in Simos Blut werden uns zu ihm führen. Vielen Dank. Ich will nicht nochmal in imperiale Gefangenschaft kommen. Wir dachten schon, du wärst tot und wahrscheinlich wäre das auch passiert. Ich weiß, aber Regeln sind nun mal Regeln. Und was ist mit Moral? Wir hatten die Chance, Simo zu retten. Da war es das einzig Richtige, diese Chance auch zu nutzen. Ja, die Rettung war einfach. Vertraut aber ja nicht drauf, dass sie auch das nächste Mal so wird. In dem Fall würde mich nicht mal Leo überreden können, das Risiko einzugehen. Wir haben eine Nachricht von Admiral Akbar erhalten. Wir sollen uns am vereinbarten Sammelpunkt treffen. Hast du denen dort irgendetwas gesagt? Nein, Tech. Du kennst mich doch. Ich habe geschwiegen wie ein Grab. Kein Peilsender oder sonst was? Ich habe schon eben alles getestet. Er ist sauber. Wichtig ist jetzt ohnehin nicht, was ich preisgegeben habe, sondern was mir preisgegeben wurde. Ich habe in deren Basis einiges mitgekriegt. Streng geheime Informationen, die nicht mal die imperialen Commander wussten.
Auf dem Todesstern, dem neuen, den die gerade bauen, da soll der Imperator sein. Er soll dort persönlich die Bauarbeiten beaufsichtigen. Leo, verbinde mich mit dem Admiral, sofort. Wird gemacht. Was ist? Holen Sie den Admiral. Ich habe wichtige Informationen. Kommandant Archeron, Sie haben der Rebellion außerordentliche Dienste geleistet. Was haben Sie für Informationen? Wir haben meinen Private befreit. Er hat in Gefangenschaft einiges Wichtiges erfahren. Was denn, Commander? Der Imperator wird dort sein. Er wird auf dem neuen Todesstern sein. Das verändert alles. Wenn unsere Informationen stimmen, soll die Kampfstation noch nicht voll einsatzbereit sein. Das könnte für uns einen großen Sieg bedeuten. Mehr wissen wir allerdings noch nicht. Die Daten werden höchstwahrscheinlich erst in 2 Tagen vollständig ausgewertet sein. Danach werden wir auf jeden Fall eine Sitzung der Rebellenflotte einberufen. Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Commander, ich habe etwas auf dem Radar. Imperiale Kreuzer! Starte den Hyperantrieb. Wir müssen hier weg. Geht nicht. Sie kommen von allen Seiten. Bei einem Schiff wie unserem wäre eine Kollision unvermeidlich. Die werden uns kriegen. Wir müssen das Schiff aufgeben. Die Rettungskapseln wären zu langsam. Sie würden uns mit Leichtigkeit abschießen. Zira, dein A-Wing würde es schaffen. Dort ist nur Platz für 2. Dann nimm Leo mit und flieg weg. Ja, Commander. Und wir? Wir müssen alle Daten auf diesem Schiff löschen. Die dürfen nichts über uns wissen. Und sie dürfen nicht wissen, dass wir wissen, was wir wissen. Wir zerstören also unseren Bordcomputer. Und dann? Jagen wir das Schiff in die Luft. Was ich jetzt aber bräuchte, wäre ein bisschen Rückendeckung. Diese Festplatte zu löschen dauert sehr lange. So geht's auch. Aktivierst du die Selbstzerstörung? Ich stelle den Hyperantrieb an. Wie Leo gesagt hat, eine Kollision wäre unvermeidlich. Vielleicht sorgt das für genügend Ablenkung, sodass wir mit der Rettungskapsel entkommen können. Komm mit, wir haben noch 1 Minute. Ich hoffe, wir werden schnell wieder eingesammelt. Und hoffentlich auch von den Richtigen. So wie es aussieht, ist dem definitiv nicht so. Schade, schade. Da habt ihr euch so viel Mühe gegeben und jetzt das. Ihr glaubt nicht, wie leid es mir tut, meine Freunde. Aber eure Todesstrafe ist vollkommen gerechtfertigt. Da seid ihr selbst schuld. Ihr könnt uns nicht töten. Dazu wissen wir viel zu viel über die Rebellion. Die Rebellion ist Geschichte. Zumindest wird sie das sein. Wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt. Nein, wenn ihr wüsstet. Noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Ich würde gerne noch... Was zum Geier ist das denn? Wir fliehen also in den Wald. Dort wird nichts sein. Besser als hier erschossen zu werden. Wir springen.
Simo. Nein. Sag schon. Egal. Komm mit mir, wenn du leben willst. Warte. Was ist hier los? Ruhe bewahren. Wir reden, wenn wir in Sicherheit sind. Und wo sind wir sicher? Mein Versteck ist einige Wegstunden entfernt. Folge mir jetzt. Du bist ein Jedi. Ein Jedi? Nein, das bin ich nicht. Vor langer Zeit, da war ich mal dabei, einer zu werden. Aber ich wurde von diesem Weg verbannt. Hast du die Klonkriege miterlebt? Was ist passiert? So ist es. Der Krieg war fast vorüber und mein Meister und ich hatten eine wichtige Mission. Es sah gut für uns aus. Unser Sieg war nahe. Da haben auf einmal unsere eigenen Soldaten auf uns geschossen. Und dein Meister? Ist beim Absturz gestorben. Wieso warst du eigentlich heute so weit weg von hier? Die Basis, aus der du gekommen bist, kriegt einmal pro Monat Nahrung geliefert. Ich hole mir dann immer meinen Teil. Heute war merkwürdigerweise nichts da. Sie haben nichts gekriegt. Aber das wird erst morgen wichtig. Setz dich. Erzähl auch etwas. Krieg ich auch etwas? Na gut. Hier. Aber gewöhn dich nicht daran. Ich habe mir alles so eingeteilt, dass ich alleine überleben kann. Wir können nur darauf hoffen, dass das Transportschiff endlich kommt. Und, was gekriegt? Nein, ich bin froh, nicht selber gekriegt worden zu sein. Bist du der Seklumi-Spinne begegnet? Du hast dir doch hoffentlich nichts getan. Sie hält seit Jahren die Soldaten fern. Das scheint die aber nicht zu stören. Ich habe welche gesehen, nicht weit von hier. Ich glaube, sie suchen nach uns. Nein, sie suchen nur nach dir. Dass ich hier bin, war es keiner von denen. Ich habe auch ein Transportschiff gesehen. Dann habe ich mich wohl um einen Tag geirrt. Wir müssen schnell sein, damit sie uns nicht bemerken. Die letzten Soldaten haben niemanden im Rücken und meistens beobachten sie keine der Offiziere mehr. Also bemerkt keiner, wenn sie auf einmal weg sind? Nicht sofort zumindest. Da wir ja jetzt zu zweit sind, brauchen wir auch zwei Kisten an Monatsration. Es läuft gleich so ab. Ich hole die letzten beiden Soldaten hierher und du greifst an, falls etwas passiert. Klar?
Ja, aber nennen Sie nicht mehr Soldaten. Sie heißen Sturmtruppen. Wie soll ich das wissen? Ich bin ja noch in meiner Ausbildung. Recht alt für einen Jedi-Schüler und viel zu mächtig. Weißt du, irgendwie habe ich Angst vor dir. Und jetzt schnell weg, bevor sie bemerken, dass wir... Warte! Wir können auf das Schiff. Wir können hier runter. Nein, ich habe es auch schon versucht. Es klappt nicht. Sie kontrollieren jeden Winkel. Na sowas. Du könntest mir eine nette Beförderung einbringen. Ach ja? Du siehst aber nicht Werner aus, der noch befördert werden könnte. Sie haben uns irgendwie gefunden. Es werden mehr kommen. Wir müssen hier weg. Wohin? Irgendwohin. Mann, habe ich einen Hunger. Greif nur zu. Genug ist er jetzt da. Die Rebellion, das Imperium, es wirkt so fern in dieser Einsamkeit. Und doch sind uns die Sturmtruppen auf den Fersen. Du warst jetzt wie lange hier? 25 Jahre? Wäre möglich. Wir müssen hier weg. Wieso? Die Rebellion braucht mich. Wir sind kurz vor einem finalen Schlag. Die kommen auch ohne dich aus. Aber du hast recht. Runter von den Planeten wollte ich schon immer. Wie heißt dieses System überhaupt? Cesius. Und wie heißt du? Ich spüre, dass sich etwas verändert. Es ist noch nichts entschieden, aber die Zukunft des Imperiums steht auf wackeligen Beinen. Jemand muss es nur noch umstoßen. Es müsste in diesem Moment passieren. Meine Freunde holen gerade zum Schlag aus. Die Macht ist mit ihnen. Sehr gut. Dein Hass hat dich mächtig gemacht. Jetzt erfülle dein Schicksal. Niemals. Nimm deines Vaters Platz. Ja, deines Vaters Platz an meiner Seite. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ihr habt versagt, Hoheit. Erfülle dein Schicksal. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Ganz wie du willst. Jedi, Luke Skywalker. Wirst du sterben. Da ist der Reaktor. Also, Wedge, nimm dir den Energieregulator im Nordturm vor. Gut wie erledigt. Ich bin blitzschnell wieder raus. Sie scheinen ihre gesamte Basis zu räumen. Ja, ich glaube, ich weiß auch wieso. Der Imperator ist tot, der Todesstern zerstört. Also haben wir es geschafft.
Und es ist unsere Chance. Jetzt, dass so viele Schiffe starten, werden die sich nicht die Mühe machen und alles kontrollieren. Wir können hier runter. Wir können hier runter. Nach so vielen Jahren. Komm mit. Die Dinger werden auch immer schwerer. Sind alle Frachter untergebracht? Ich will möglichst schnell starten. Wir sind so gut wie fertig, Sir. Das letzte Schiff dockt gerade an. Gut, wir müssen schnell zu unserem vereinbarten Treffpunkt. Ich hoffe mal, die Überreste unserer Macht sind nicht zu klein. Wenn es stimmt, was er gesagt hat, sind wir in großer Gefahr. Ich weiß, Captain. Legen Sie los. Route in den Hyperraum wird berechnet. Warten Sie. Ein großes Schiff nähert sich. Dann starten Sie schnell. Volle Kraft auf die Schildgeneratoren. Moment mal, die nehmen wir mit? Ja, die hätten wir auch da lassen können. Wir sind in einem Sternzerstörer. Und scheinbar wird er angegriffen. Ja, das wird nur kaum was bringen. Es dauert Ewigkeiten, sie zu zerstören. Die Schildgeneratoren von den Dingern sind echt stark. Ich habe einen Plan. Weißt du, wo die Energieversorgung dieser Generatoren ist? Aktivieren Sie die frontalen Steuerventile. Unsere Schilder halten lang genug Stand. Wir müssen nur hier weg. Nur hier weg. Konzentriert das Feuer auf Ihren Hyperantrieb. Sie dürfen nicht entkommen. Es bringt alles nichts. Ihre Schilder sind zu stark. Da oben, da müssen wir ran. Kein Problem. Es klappt. Irgendwie müssen die Schilde ausgegangen sein. Sehr gut. Dann konzentriert nun das Feuer auf Ihre Kommandobrücke. Was war das? Die Schilde, Sir. Sie wurden ausgeschaltet. Was? Was ist da los? Scheinbar hat jemand die Energieversorgung unterbrochen. Tech Archeron. Schicken Sie alle verfügbaren Männer dorthin. Sie sollen umzingelt werden, von allen Seiten. Sie dürfen nicht entkommen. Aber Sir... Tut, was ich sage! Einen Nachteil hat es doch, wenn man die Schilde auf seinem eigenen Schiff ausschaltet. Gibt es hier keine Rettungskapseln? Wir müssen uns beeilen, sonst gehen wir mit dem Teil unter. Nicht nur das, man verfolgt uns. Wir haben schwere Schäden zu verzeichnen. Noch so ein Treffer und wir sind tot. Dann kämpft dagegen an. Sir, wo gehen Sie hin? Sir! Warte, ich brauche eine Pause. Na gut, aber nur kurz. Jetzt müssen wir aber weiter. Hast du das gehört? Sie haben die Brücke gesprengt. Noch ein Grund, schneller zu werden. Komm.
komm schnell rein. Oh nein! Halt nur durch. Wir kriegen dich wieder hin. Immerhin sterbe ich nicht auf diesem verdammten Planeten. Wer bist du? Dann wird es Zeit, dass wir verschwinden. Commander, vor allem muss weg. Wir müssen den Auftrag zu Ende. Wer bist du? Sie fliehen mit ihren kleinen Schiffen in den Hyperraum, Admiral. Wie ist der Plan? Was zeigen die Scanner? Es sind etwa 100 Mann auf dem Planeten. Verstehe. Wir greifen sie an. Wir müssen sie ausfragen, wo sie sich mit den restlichen Verbliebenen des Imperiums treffen. Wenn wir das jetzt herausfinden, können wir sie ein für alle Mal besiegen. Alles klar, los geht's. Colonel, ein Glück, Sie leben noch. Sind das etwa alle? Sonst hat keiner überlebt. Wie stehen unsere Chancen? Schlecht, Sir. Die Rebellen suchen nach uns und wir haben keine Fluchtmöglichkeit. Und kapitulieren werden wir auf keinen Fall. Bei allem Respekt, wir können den Rebellen nicht standhalten. Das Imperium hält allem stand. Lieutenant, wir haben eine Nachricht von der Lufteinheit. Sie können die Imperialen nicht ausmachen. Sie scheinen Störsender zu benutzen und senden gefälschte Positionsdaten. Und was sollen wir machen? Weiß nicht. Ich habe schon eine Idee. Was brauchen wir? Etwas, das ganz viel Krach macht. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Es wird Zeit, dass Sie hier verschwindet. Den Rest erledige ich selbst. Ach, Vollidiot. Einer unserer Scouts hat einen der Rebellen im Wald aufgestöbert. Und? Er will verhandeln. Dann verhandelt mit ihm. Er will nur mit Ihnen verhandeln. Er sagt, Sie kennen ihn. Colonel, also nehmen Sie sich doch ein wenig Zeit für mich. Leo, was machst du denn hier? Ich war wohl zu unvorsichtig. Ist er verwanzt? Nein, Sir.
Sir. Ganz sicher? Ganz sicher. Gut, dann wissen die Rebellen immer noch nicht, wo wir sind. Also, du willst verhandeln, wurde mir gesagt. Was fordert ihr? Ihr stolpert euch uns und keiner von uns allen wird verletzt. Hättest du wohl gern. Wie wär's damit? Ihr gebt uns ein Schiff, wir hauen ab und keiner von uns allen wird verletzt. Das kommt leider nicht unseren Forderungen überein. Gibt es keinen Kompromiss? Wenn ihr die Hälfte eurer Leute hier hinterlassen wollt... Das kann doch nicht wahr sein. Was soll dieses Spielchen? Was meinst du? Weißt du, Cole, ich habe etwas für dich mitgebracht. Als wir gestern gewonnen haben, gab es einiges zu feiern. Und was wäre eine Feier ohne das hier? Kommt Leute, der Plan hat tatsächlich geklappt. Stellt die Kämpfe ein, wir haben gewonnen. Nehmt die Überlebenden fest und bringt sie nach Hosnian Prime. Ach ja, so bricht eine Welt zusammen. Vor ein paar Tagen dachte ich noch, die Rebellion sei kurz vor ihrem Ende. Das ist sie auch. Sie wird nicht mehr gebraucht. Nur weil das Imperium nicht mehr ist? Ja, genau deswegen. Egal. Zumindest weiß ich jetzt, wie ich hier wieder rauskomme. Und wie, wenn ich fragen darf? Ich weiß, wo dein Freund ist. Dein Commander, Tek Archeron. Er ist auf diesem Planeten. Ich kann dich zu ihm führen, wenn du mir versprichst, dass ich ein Schiff kriege, um hier wegzukommen. Und was ist mit Simo? Ich kann dir nur den Weg zu Tek zeigen. Aber entscheid dich schnell. Vielleicht hält er nicht mehr lange durch. Okay, dann zeig mir den Weg. Wo bin ich? Auf der Nibulon B. Wir sind auf dem direkten Weg nach Hosnian Prime. Wohin? Zur Republik. Zur Republik? Die neue. Haben wir gewonnen? Ja, vom Imperium sind nur noch wenige Fetzen übrig. Und das alles nur dank uns? Ja. Dann gibt es die Rebellion nicht mehr. So ist es. Dann sind wir arbeitslos. Das hoffe ich mal.